Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep. Und in dieser letzten Folge meiner kleinen Ersteindrucksserie möchte ich euch noch die letzten Sachen zeigen, die das Spiel im Moment in seiner momentanen Form noch zu bieten hat. Was ich dazu tun musste, war einige Male neu anzufangen. Auf Empfehlung habe ich das gemacht, um etwas zu finden, was ich euch gerne zeigen möchte. Hier drüben könnt ihr schon es einmal sehen, dort. Und da ploppt es gerade noch ein zweites Mal rein. Versunkene Schiffe gibt es hier nämlich eine ganze Menge in diesem Spiel. Man muss sie nur finden. Und auf diesen versunkenen Schiffen gibt es durchaus noch das ein oder andere zu looten, was man irgendwie verwenden könnte. Von Waffen über Eimer bis hin zu Taucher-Equipment bzw. auch Teilen, um vielleicht ein anderes Boot, was man auf einer anderen Insel findet, was noch nicht so stark zerstört ist wie diese beiden jetzt hier, wieder zu reparieren, um damit über die zwischen den Inseln hier ein bisschen schneller hin und her pendeln zu können. Und während hier so langsam die Sonne sehr, sehr schön aufgeht, zeige ich euch mal, ich habe mich hier so ein ganz kleines bisschen niedergelassen. Sprich, ich habe nur irgendwie, um die Nächte zu überbrücken, mir hier so ein Bett hingebaut. Ansonsten eine Hütte habe ich jetzt nicht weiter gebaut, weil man es eigentlich auch nicht wirklich braucht. Und was ich aber habe, ist wieder ein Campfire. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon. Und ich wollte euch mal zeigen, wie man das noch erweitern kann. Da habe ich mich jetzt auch noch ein bisschen rumprobiert. Und zwar kann ich jetzt hier mich an meinem Stack von Steinen bedienen. Das ist somit das Schwerste zu finden. Also 6 Steine braucht man, um das Campfire zu einem Pitfire zu erweitern. Und auf einer einzelnen Insel 6 Steine zu finden, dafür muss es schon ein bisschen eine größere sein. Ich musste auch pendeln, musste also auf einmal auf eine andere Insel und wieder zurück. Und jetzt habe ich aber hier meine 6 Steine. So, ich habe sogar 7 und die muss ich jetzt hier so irgendwie versuchen, halbwegs in die Nähe von dem Lagerfeuer zu legen. Ich hatte sogar 8 Steine, merke ich gerade. Zack, so. Und jetzt kann ich einen Fire Pit machen. So. Und was ich damit machen kann, ist, wenn ich mir hier 1, 2 und 3 von den Stöckern nehme und ich glaube irgendwie ein bisschen was von dem anderen Kram hier noch. 2, 3. Und ich weiß nicht genau, ich glaube, davon brauche ich tatsächlich sogar nur eines. Dann kann ich Fire Spit machen. Und das ist hier so ein Ding und da kann ich Dinge ranhängen. Es ist nicht schön gesagt, so ein Ding, da kann ich Dinge mitmachen. Und was ich damit machen kann, das gucken wir uns jetzt auch nochmal ganz friedlich an. Dafür habe ich hier auf der anderen Seite der Insel noch ein bisschen was vorbereitet. Nämlich habe ich hier mit der Axt einen Stock zerkloppt in kleine Shards, also so in Scherben. Und 2 Sticks dazu und ein bisschen was von dem Seilkram. Und man kann sich hier so ein Speer herstellen. Das ist dieses Teil. Und damit kann ich jetzt hier losgehen und klar, die Krabben da wahrscheinlich natürlich auch, ne? Ja, das geht sogar richtig gut. Guck mal, wie geil. So, was mache ich jetzt damit? Ja. Einmal nochmal Feuer drücken, dann macht er das ab. Dann werde ich mal das Feuer entzünden. So. Und jetzt kann ich die Krabbe nehmen und da ranhängen. So, und was das Allerschönste ist, das kocht jetzt von alleine und macht dann Pling wie eine Mikrowelle, wenn es fertig ist. Das will ich jetzt nochmal kurz abwarten. Ich hoffe, das dauert nicht so lange und ich hoffe, ich laber nicht über den Moment, wo es dann Pling macht. Aber ein bisschen dauert es, glaube ich. Man hört es aber relativ weit. Können ja in der Zeit mal versuchen, hier noch irgendwie einen anderen Fisch zu fangen. Wo habe ich denn den Speer? Auf der auf der 6. So. Da ist der Speer. Und dann gucken wir mal, ob wir hier noch einen anderen Fisch fangen können. Man kann übrigens auch die Haie damit fangen. Das ist auch gar kein Problem. Löp. Da habe ich eine Sardine gefangen. Gut, das ist jetzt nicht ganz so effektiv. Was ist das für ein Ding? Weiß man nicht. Irgendwas. Zwischendurch mal Luft holen nicht vergessen. Ich weiß nicht so genau, wie lange man die Luft anhalten kann. Ist das hier auch eine Sardine? Zack. Dann mache ich eben eingelegte Sardinen. Schatter nix. Hm. Aber hier ist irgendwie nicht sonderlich viel los. Zumindest keine größeren Fische. Was ist denn das für ein Ding? Auch eine Sardine. Aber wenn wir einmal dabei sind. Hey. Eine schöne Übung. So. Hier kann ich jetzt auf jeden Fall schon wieder immer noch das Feuer hören. Bis hierhin. So, da sind noch mehr Krabben. Mal kurz den anderen Fisch hier einfach ablegen. Sardinen. Da, habt ihr das gehört? Da hat es Pling gemacht. Und das heißt, meine Krabbe ist fertig. Die nehme ich mir jetzt hier mal. Das ist jetzt hier... Die müsste jetzt eigentlich...
Cooked Crab, genau. So. Und wenn ich die jetzt in der Hand habe, kann ich die essen. Klingt wie ein Apfel, schmeckt auch wie ein Apfel. Kann ich jetzt hier eigentlich auch so eine Sardine ranhängen? So. Ja, kann ich auch. So, jetzt würde ich eigentlich ganz gerne. Na gut, aber ich jetzt hier irgendwie nach einem Hai suche, um den zu töten, das ist gar nicht so schwierig, wie man denkt. Kann ich mich auch einfach schon mal den Wracks annehmen und vielleicht finden wir unterwegs einen. Und dann können wir die Sardine da hängen lassen und mal gucken, ob das eventuell dann auch irgendwann verbrennt. So, mit welchem Schiff fange ich an? Ich fange mit dem an, das sieht kleiner aus. Nehmen wir uns das große für hinterher auf. Da ist die Sardine fertig. Okay, also das funktioniert offensichtlich also wirklich übergreifend. Dieser Plinkton ist weit zu hören. Ich nehme mal meinen Speer in die Hand. So. Hier ist gleich noch eins. Na, das ist doch mal. Das nenne ich doch mal einen Fund. So. Wo kommen wir? Kommen wir hier irgendwo rein? Also ich meine, garantiert kommen wir hier irgendwo rein. Die Frage ist nur, wo? Oder kommen wir hier nicht rein? Müssen wir da zu oben? Wahrscheinlich müssen wir irgendwie oben rauf. So. Was ist hier? Geht's da rein? Nee. Was ist hier? Nix. Okay, also das ist hier irgendwie ein bisschen. Doch, nee, ein Hatch. Da ist. Das kann man öffnen. Und dann kann man hier rein. So. Und da ist irgendein Schrank. Damit irgendwas machen? Console Cabinet. Das sieht mir so aus, als wäre der mit dem Stein verschmolzen. Damit kann ich aber irgendwie nichts tun. Ach doch, nee, guck mal da. Ist ein Eimer mit Meerwasser. Den habe ich da jetzt rausgeholt. Mal kurz zum Luftholen wieder hoch. Komme ich hier? Was ist hier? Achso, hier ist einfach, hier kann ich auch nur Luft holen. Hier ist auch noch ein. Und da ist ein Hammer drin. Und da oben einmal Klebeband. Dafür müsste ich jetzt irgendwas wegschmeißen. Was schmeiße ich denn weg? Was brauche ich denn nicht? Die Kartoffeln. So. Denn das Klebeband, da kann man bestimmt irgendwas total Interessantes mitmachen. Was haben wir hier noch? Das ist auch ein Locker. Das sieht aber ein bisschen sehr merkwürdig aus. Ach nee, das ist der da. Okay, den habe ich da. Aber hier ist noch ein. Und da sind Flossen. Die kann ich aber auch nicht mehr nehmen. Muss ich auch noch irgendwas anderes wegschmeißen. Ich brauche jetzt den komischen Hammer hier. Brauche ich ja jetzt nicht mehr. Den schmeiße ich weg. So, und jetzt die Flippers. Die werden aber automatisch angezogen. Und damit bewege ich mich jetzt schneller, glaube ich, unter Wasser. So, dann werde ich mal dieses Schiff hier wieder verlassen. Ich wollte eigentlich den Speer in die Hand nehmen. So, und dann war doch jetzt hier noch ein anderes. Warum ist jetzt da hinten alles so finster? Das sieht gerade sehr interessant aus, aber gut, wer weiß. Wir gucken jetzt mal, da ist auch wieder die Luke wahrscheinlich, die ich öffnen kann. Hier oben wird nichts sein, nehme ich an. Da ist wieder das Ding und das hat irgendwas ausgespien. Ein Fuel Tank hat das ausgespuckt. Und hier haben wir noch ein Paddel, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, denn das habe ich. Und ein Feuerzeug habe ich auch. Und was haben wir hier hinten drin? Noch ein Feuerzeug, brauche ich auch nicht unbedingt. Gut, dann muss ich jetzt hier nur schnellstmöglich wieder rausfinden, bevor mir der Sauerstoff ausgeht. Ich glaube, das symbolisiert jetzt gerade das schwärzer werdende Bild. Ich habe es geschafft. Mal auf die Uhr gucken. Ja, das hat mich auch einiges an Lebensenergie gekostet. Ich glaube, das Wetter verändert sich gerade. Es wird irgendwie neblig oder so. Also vorhin habe ich auch so ein bisschen irgendwie, ne, das alles irgendwie aufgebaut und so. Und dann kam der Regen und das war auch ein deutlich interessanterer Regeneffekt als noch vor ein paar Tagen. Da haben sie also auch ein bisschen was dran gemacht, würde ich sagen. Und ich gucke jetzt mal erstmal, ich muss mal ein bisschen was abladen, ich kann ja ohnehin nichts mehr transportieren. Wo ist mein Feuer? Ich glaube, das war hier auf der anderen Seite, ne? Mal gucken, ob die Sardinen, da drüben ist jetzt übrigens ein Hai. Gucken, ob die Sardinen verbrannt sind. So, jetzt gucke ich mal, Sardine ist genießbar. Geht dabei auch meine Lebensenergie wieder hoch. 2 Punkte habe ich jetzt noch. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, wenn ich mich mit dem Hai anlegen möchte und nicht so richtig.
Nun gut. Komm mal her hier, hi. Komm her. Das ist nämlich gar nicht so kompliziert. Die sind nicht sonderlich angriffslustig, die Dinger. Ich denke mal, das kommt auch noch irgendwann. Bluten tut der auch noch nicht. Und der flüchtet vor mir, möchte ich mal zu Protokoll geben. Er kann nur eine ganze Menge einstecken. Das ist alles. Das kann man aber theoretisch auch schon mit dem Taschenmesser machen. Also ich hoffe, der... Jetzt habe ich ihn. So, jetzt muss ich den nur noch transportieren. So, einfach rechte Maustaste gedrückt halten. So, upsala. Das ist, sieht ein bisschen interessant aus, aber das macht uns jetzt nichts. So, da sind wir wieder an Land. Und dann können wir den einfach mal hier so freundlich auf unseren Bootsmotor legen. So. Sogar richtig rum. Und wenn ich jetzt nicht vollkommen, ne, kann ich doch jetzt hier mit dem Messerchen nicht das Ding jetzt bearbeiten. So lange, bis es in Steaks zerfällt. Genau. So. Und das kann ich jetzt nehmen. Ist meine Sardine eigentlich schon fertig? Hat das Pling gemacht zwischendurch? Ich weiß nicht, kann mich nicht erinnern. So, wir haben zweimal zwei Punkte Lebensenergie. Ich bin gespannt, ob ich, wenn ich was Größeres esse. Was ist jetzt mit der Sardine? Ist die jetzt fertig gewesen hier? Guckt, ja, die ist fertig gewesen. So. Hängen wir das Ding mal auf. Aber das dauert natürlich irgendwie alles seine Zeit. Ja, also irgendwie ist gerade irgendwie diesig, ne? Die Sichtweite ist schlechter geworden. Und wie gesagt, ein Schiff haben wir ja da hinten noch, was wir theoretisch durchsuchen könnten. Aber davor will ich mal noch so ein bisschen meinen Kram wieder auffüllen. Ich könnte mich so lange, was könnte ich so lange machen? Ich könnte so lange versuchen, noch mir mal eine Axt zu bauen. Die ist mir nämlich irgendwie verloren gegangen. So. Obwohl ich die gar nicht unbedingt brauche. Ich habe ja immer noch das Taschenmesser. Mit dem kann ich ja auch die Kokosnüsse bearbeiten. Das macht, glaube ich, auch keinen Unterschied, oder? Doch, doch, nee. Einmal angeditscht, dann ist es trinkbar, ja. Also das macht keinen Unterschied, wie lange ich da aufkloppen muss. Ob ich das jetzt mit dem Taschenmesser mache oder mit irgendwas Größerem. Wenn ich jetzt viermal... Oh nee, das dauert länger hier. Also aufhacken, glaube ich, mit der Axt, das ging irgendwie mit zweimal. Naja, gut, das Taschenmesser ist nun wirklich auch sehr, sehr klein. So. Also meine Lebensenergie steigt aber dadurch nicht an. Vielleicht irgendwie durchs Schlafen oder so. Das könnte man gleich nochmal überprüfen. Ich hoffe, dass das Haifischsteak hier bald fertig ist. Das sieht nämlich eigentlich relativ üppig aus und sollte meinen Hunger hoffentlich ein bisschen besser auffüllen als die ganzen Kokosnüsse. Also das Gefährlichste, was man also machen kann in diesem Spiel bisher, was ich festgestellt habe, ist zu lange unter Wasser zu bleiben. Ansonsten mit den Kokosnüssen ist das Überleben kein größeres Problem. Feinde, wie gesagt, also ihr habt gerade den Kampf mit dem Hai gesehen, was auch nicht so wirklich ein Kampf war. So, jetzt ist das Steak fertig. Das kann ich jetzt essen. Klingt auch wie ein Apfel. Und gut, das füllt meinen Hunger vollständig wieder auf. Das ist sehr, sehr gut. Axt nehme ich mal. So, dann will ich mir nochmal hier eine Kokosnuss knacken. So. Die kann ich nämlich jetzt noch trinken. Gucken, wie weit dann. Ich drücke mal die falsche Taste. So, jetzt ist hier alles wieder total aufgefüllt. Also Essen und Trinken. Ich habe weder Durst noch Hunger. Mir geht es eigentlich, was das angeht, richtig gut. Ansonsten geht es mir ein bisschen schlecht. Ich gucke jetzt gleich mal, ob ich das beim Schlafen hinter mich bringen kann. Also ob das dann, ob da meine Lebensenergie wieder aufgefüllt wird, wenn ich mich ins Bett lege. Aber ins Bett legen kann man sich auch nur nachts. Das geht jetzt noch nicht. Das heißt, ich warte jetzt nochmal ganz kurz, bis die Sonne untergeht und dann melde ich mich einfach nochmal wieder. Und da hinten am Horizont taucht so langsam die Sonne ins Meer. Ein malerischer, tropischer Sonnenuntergang hier auf meiner einsamen Insel.
ich glaube, annähernd zeitgleich geht auf der anderen irgendwo der Mond auf. So, mal gucken. Und sobald der Mond da ist, ist es, glaube ich, auch spät genug, dass ich mich hinlegen kann. Also das Aussehen tut das schon fantastisch, ne? Das muss man wirklich mal sagen. Auch sehr atmosphärisch. Wie gesagt, ich fand vorhin auch diese Regenphase, in der das geregnet hat, das sah wirklich alles sehr, sehr atmosphärisch aus. Das ist jetzt hier auch klasse. Man fühlt richtig, wie es plötzlich kühler wird. Wenn die Sonne weg ist, zack, da ist ein bisschen sehr plötzlich weggegangen. Und da drüben geht sehr, sehr flink der Mond auf, zugegeben. Macht aber nichts. So, also nochmal auf die Uhr geschaut. Okay, einfach durch das Warten ist meine Lebensenergie jetzt also schon extrem voll. Ich habe wieder ein bisschen Durst. Das wird daran liegen, dass ich aber genug zu essen und zu trinken hatte. Und dann füllt sich also automatisch die Lebensenergie im Laufe der Zeit wieder auf. Jetzt ist hier mein Feuer ausgegangen. Kann ich irgendwie auch wieder anmachen. Ich weiß nur nicht wie. Was ist hier mit dem Feuer? Kann ich das damit? Nee. Muss ich da nochmal Stöckchen drauf machen? Vielleicht noch mehr? Habe ich noch mehr? Ich glaube, ich habe noch mehr. Irgendwo habe ich noch Stöcker rumliegen, oder? Nee, doch nicht so richtig. Ich wollte jetzt noch nicht extra noch einen Baum fällen. Das ist mir nämlich jetzt irgendwie so ein bisschen... Also irgendwie kann man... Na, hier ist noch ein Stöckchen. Was ist damit? Reicht das dann? Nee, es reicht auch nicht. Man kann nämlich irgendwie dieses Wassereimer kann man da nämlich auch dranhängen und dann kann man das Wasser abkochen und aus irgendwelchen Gründen ist es dann trinkbar, nachdem man das Meerwassereimer abgekocht hat. Aber das muss man sich jetzt ja nicht über die Logik irgendwie Gedanken machen. Hauptsache es funktioniert. Aber das ist so ungefähr das, was in Stranded Deep bisher enthalten ist. Wie gesagt, ich könnte mir jetzt dieses eine Schiff da hinten noch angucken, aber das sieht dann wahrscheinlich von innen auch nicht viel anders aus als die, die wir bisher gesehen haben. Ich bin sehr gespannt, wo es mit diesem Spiel weiterhin geht. Aussehen tut es fantastisch. Es hat eine gute Atmosphäre. Ich mag es, dass es keine Zombies gibt. Und ich werde einfach weiter dranbleiben, werde euch informieren, wenn es bedeutende Updates gibt, wenn sich da was tut. Aber für meine kleine Ersteindrucksserie wird dies die vierte und letzte Folge gewesen sein. Und ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.